Ja, hallo, Namen zusammen. Herzlich willkommen wieder mal aus dem Stratmanns. Wie ist die Stimmung hier? Ja. Natürlich gut. Wie soll es auch anders sein? Stratmanns, das Kneipentheater im Pott, wie immer mit fantastischen Gästen. Heute ist bei uns ein Meister der politischen Parodie zu Gast. Also immer wenn Frau Merkel oder Herr Gabriel mal wieder Unfug treiben, dann denke ich mir, Mensch, vielleicht haben wir Glück und es ist nur die Parodie von unserem Gast. Außerdem ist er Kabarettist, Moderator, unter anderem von der Prix Pantheon Gala in Bonn, Buchautor und schon ganz oft hier begeistert aus Berlin, Florian Schröder. Dann haben wir eine geschützte Art zu Gast. Er ist sowas wie der Blaupunktrochen oder der Waldkauz. Ein Wunder der Natur, aber nur noch ganz selten in freier Wildbahn zu erleben. Es gibt viele Menschen, die haben noch nie außerhalb des Geheges entdeckt. Er ist Beamter im mittleren nichttechnischen Postdienst, allerdings im Ruhestand. Das heißt, er tut immer noch nichts, aber seit dem Ruhestand mit Recht natürlich. Ne? Ebenfalls ein immer wieder gern gesehener Gast, Hans-Hermann Thielke. Auch bei uns heute ist ein echtes Original aus dem Pott. Er war Stadionsprecher beim BVB. Er hat auch ein Kneipentheater im Pott, leider nur in Dortmund. Natürlich spielt er seine eigenen Programme da und mit einem Ausschnitt daraus wieder mal bei uns. Bruno Knus alias Günner. Und bei einem solchen Spitzenprogramm darf einer natürlich auch nicht fehlen. Er darf überhaupt nicht fehlen in unser kleines Kneipentheater, unser Stammgast und unsere kürzeste und scharfzüngigste Leitung in der Politik aus Köln, Richard Rogler. Na, Ben, Jupp. Ein Pilz und einen kurzen. Frau Schagala, Mensch. Mal wieder im Lande? Lange nicht mehr gesehen. Jupp, du kannst ab heute Mutter Teresa zu mir sagen. Wieso? Wirst unter deinem richtigen Namen wieder mal vom Gerichtsvollzieher gesucht? Nein, aber ich bin dieser großen, warmherzigen und grundgütigen Frau in den letzten Wochen doch sehr ähnlich geworden. Ja, jetzt wo du sagst, aber da hilft doch Faltencreme. Jupp. Das Äußere ist Schall und Rauch. Ja, mal, bei dir ist alles Schall und Rauch, nicht nur das Äußere. Fakt ist, ich habe der hiesigen Welt für eine Weile entsagt und bin in die Entwicklungshilfe gegangen. Oh, Waisenkinder, Senegal? Fast. Karneval, Sauerland. Egal, dritte Welt bleibt dritte Welt. Ah. Was hast du denn Karneval im Sauerland gemacht? Ich hab doch im Essener Karneval einen Sauerländer kennengelernt und der hat jetzt angerufen. Du im Karneval einen Sauerländer? Weiß ich überhaupt nichts von. Hm. Wann war das denn? 1983. Und da meldet der sich jetzt. Ja, ich habe mich auch gewundert, dass das so schnell ging. Aber der war für einen Sauerländer schon eher der spontane Typ. Und da wart ihr jetzt im Sauerland Karneval feiern? Ja. In Lüdenscheid, Rosenmontagszug. Ich wusste gar nicht, dass Lüdenscheid überhaupt einen Rosenmontagszug hat. Wir waren der Rosenmontagszug. Wir zwei sind durch Lüdenscheid gelaufen und hatten gute Laune. Mehr Rosenmontagszug war da noch nie. Und warum bist du jetzt erst wieder da? Ich habe ihn dann abends gefragt, ob das mit uns was Ernstes ist. Und da hat er mir sehr lange in die Augen geguckt. Ganz lange, bis gestern. Genau, und dann hat er gesagt, ja, er hätte sich ja schon 1983 melden wollen, aber er hätte dann doch gewartet, bis seine Frau, also von uns gegangen ist. Immer, das finde ich aber hochanständig von ihm. Oh. Ne? Und glaubst du, er meldet sich nochmal, ich meine so spontan, in circa 20 Jahren? Er hat mir zumindest beim Abschied die größte Liebeserklärung gemacht, die ich jemals von einem Sauerländer bekommen habe. Was hat er gesagt? Du wärst immerhin besser wie Fernsehgucken? Er hat gesagt, beim nächsten Mal zahle ich die ganze Rechnung. Oh! Hör mal, das will ich aber wirklich ernst nehmen. Da will ich aber jetzt schon mal das Hochzeitskleid bestellen, du. Hallo, guten Abend! Ach, Tamara. Hier sind Blumen abgegeben worden, per Express, für Fury. Fury, das bin ich. So nennt er mich.
weil ich so wild und ungezähmt bin. Solche Stuten wie mich findet man nur ungesattelt auf der Weide. So Pferde wie dich findet man höchstens noch in der Lasagne oder im Sauerbraten. Eben, zum Anbeißen bin ich. Was sind da denn für Blumen? Ja, ist nicht mehr ganz der Strauß, der abgegeben wurde. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, ich habe noch einen Hauch Petersilie dran getan, damit er wenigstens ein bisschen frisch wirkt. Ja, ne? Und gab's noch eine Karte dazu? Ja, gab's. Ganz schön romantisch, was der schreibt. Zumindest für jemand, der Jost Hinrich heißt. Das ist ja nur der Vorname. Also ich meine, Bollerkamp reißt jetzt nicht wirklich raus, ne? Wieso liest du eigentlich meine Karten? Weil ich auch mal wieder was zum Lachen haben will. Hier, hör mal, was der schreibt. Als ich dir in die Augen sah, da konnte ich nicht mehr von dir lassen. Ich bin verwelkt, du bist es auch. Wir würden gut zusammenpassen. Gib mir die Karte. Ja, Moment, 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 das geht ja noch weiter. Dein Blick war trüb wie ein Glas Bier und meiner war verhangen. Dann wollte ich dir noch etwas sagen, doch du warst schon gegangen. Oh, ist das schön. Du bist auch nur neidisch, dass du nicht so schöne Post kriegst. Oh nein, ich krieg jede Menge schöne Post. Besonders in den Wochen nach Karneval. Ja, ich auch. Besonders Knöllchen für Falschparken. Nein, hör mal, ich inseriere doch immer eine Woche nach Rosenmontag. Hallo? Ich war die Biene Maya aus Essen-Krei und ich suche den heißen Piraten, der mich hinterm Haus geküsst hat. Da melden sich dann immer so 100 bis 120 Typen und da suche ich mir dann welche aus. Haben die keine Angst vor einer Vaterschaftsklage? Das sind doch gestandene Kerle, die wollen einfach nur mal wieder ihren Spaß haben. Und ich bestell die dann hierher. Heute kommen übrigens auch zwei. Wenn du einen davon nicht willst, ich glaube... Ich bin auch noch frei. Habe ich das gerade richtig gehört? Du bestellst sie hier in Stratmanns Kneipentheater? Ja, ja, klar. Da kann ich mir die erstmal in Ruhe als Kellnerin angucken, weißt du? Und wenn die mir nicht gefallen, dann bleibe ich die Kellnerin. Und wenn die mir gefallen, dann Biene Maya. Hm. Seit wann machst du das denn? Ach so, seit 3 Jahren. Anfangs habe ich inseriert, dass ich die Krankenschwester vom Rosenmontag bin. Aber da haben sich zu viele Alte gemeldet, die eine Pflegerin suchten. Ich meine, das kann ich auch verstehen. Das ist ja, das ist heute nicht mehr leicht, gute Pflege zu finden. Ne? Guck mal, der alte Holtmann, der hat ja jetzt auch eine Hilfe zu Hause. Also der alte Holtmann, der hat sich ganz lange gewehrt. Nee, ich bin doch noch gut beieinander, hat er gesagt. Nee, ich habe gesagt, Holtmann, du bist schon ein bisschen klapprig. Wenn du samstags Lottoschein abgeben willst, dann musst du donnerstags losgehen, damit du rechtzeitig da bist. Ne? Ja, und die Lottoannahmestelle ist im Erdgeschoss von seinem Haus. Ne? Und irgendwann hat er das dann auch eingesehen und sich eine Haushaltshilfe geholt. Nur so für das Nötigste. Ne? Aber er selbst hätte natürlich gern was Junges gehabt, aber da waren die Kinder dann strikt dagegen. Nee, Vater, hinterher verliebst du dich noch und dann ist aus mit unserer Erbschaft. Ne? Ja, und dann haben die gesucht. Du findest ja kaum noch gutes Personal. Die Kinder darauf geachtet, dass sie nicht hübsch oder gar sympathisch ist, damit Vater sich nicht verliebt. Der alte Holtmann darauf geachtet, dass sie ihn zumindest nicht verhaut. Ne? Damit er noch was von seinen letzten alten Tagen hat. Und dann haben sie sich irgendwann geeinigt auf die Frieda. Die Frieda ist gelernte Haushaltshilfe. Und wie alle sagen, mit Recht alleinstehend. Also keine Verliebungsgefahr. Ne? Ja, da waren dann beide Seiten mit einverstanden. Jetzt ist nur das Problem, die Frieda ist auch schon über 80. Das heißt, die ist eigentlich noch schlechter zu Fuß wie der alte Holtmann. Ne? Die Frieda, die wird von ihrer Tochter zweimal die Woche zum Holtmann geschleppt. Dann setzt sie sich im Sessel und sagt, was alles gemacht werden muss. Ne? Ja, und der alte Holtmann, der macht das dann auch. Ne? Und der ist richtig fix geworden. Der saugt, der putzt, der fegt, der legt sich richtig ins Zeug, ne? Damit die Frieda dann irgendwann auch schnell wieder geht. Ne? Seitdem die da ist, da wird der alte Holtmann jeden Tag fitter und fitter. Also da sagt noch einer, häusliche Pflege bringt nichts. Ne? Also wenn ihr auch mal eine Haushaltshilfe sucht, nehmt euch eine, die euch dazu bringt, es doch mal selber zu probieren. Das ist wie mit der Putzfrau. Seitdem die Inge eine Putzfrau hat, putzt sie immer das ganze Haus, bevor die kommt, weißt du? Ja, damit die Putzfrau keinen schlechten Eindruck von ihr kriegt. Ne? So, und wir haben jetzt einen Kollegen zu Gast, der macht was Ähnliches. Nur mit seinen Texten, dass man selbst wieder mal richtig am Nachdenken kommt. Hier ist aus Köln Richard Rogler. Guten Abend. Guten Abend, Frau Sogala. Alles in Ordnung. Guck mal, Richard,
Warte, sag mal, wie siehst du denn aus? Ja, wie sehe ich denn aus? Das ist mein alter Parker aus den 80er Jahren. So bin ich in der Friedensbewegung rumgelaufen. Weißt du noch, Kalte Krieg. Ja, ja. Die USA gegen die Sowjetunion und ich mit dem Parker mittendrin. Bei einer Menschenkette. Kennen Sie noch Menschenkette? Ja, bist du jung dafür, ne? Menschenkette, wenn ich dran denke, doch. So stand ich damals da, rechts von mir ein DGB-Funktionär aus Schwaben. Der hat mich den ganzen Tag gefragt, wo es im Ruhrgebiet die besten Spätzle gibt. Auf der anderen Seite stand ein Juso. Der hat nonstop das doofe Lied gesungen. Das weiche Wasser bricht den Stein. Stundenlang. Und ich mittendrin, ich hab nur gedacht, hoffentlich kommt der Russe bald und hol mich hier raus. Was hat man damals alles gemacht? Sit-ins, Demos, Friedenskonzerte. Die Grünen machten damals Schweigen für den Frieden. Ein Riesenerfolg. Das hätten die weitermachen sollen. Na, mit der Partei ging es doch erst abwärts, als die mit dem Reden angefangen haben. Und jetzt kommt der Kalte Krieg wieder zurück. In der Ukraine stoßen Amerika und Russland wieder zusammen. Und der Konflikt ist äußerst gefährlich. Die Russen schnappen sich die Ostukraine. Wo ich mich aber frage, was soll das, ein Land besetzen, ja, mit Waffengewalt in der heutigen Zeit? Warum muss man das mit Waffen machen? Wir Deutschen machen das in Teneriffa seit Jahren mit Handtüchern. Aus! Das geht auch. Ja. Aber jetzt eskaliert der Konflikt. Die Amerikaner wollen schwere Waffen in die Ukraine liefern. Klar, die haben Angst, dass die Russen in noch mehr Länder einmarschieren, wo sich große Teile der Bevölkerung nach der alten Sowjetunion zurücksehnen. In Moldawien, in Georgien, in Thüringen. Aber zum Glück ist die Merkel ja gegen Waffenlieferungen. Sie ist für Diplomatie und Wirtschaftssanktionen. Sie soll allein dieses Jahr schon über 300 Mal mit dem Putin telefoniert haben. Jedes Mal 5 Stunden lang. Und sie hat die Leitung so schalten lassen, dass der Putin das Auslandsgespräch zahlt. Das heißt, wenn der Russe das Spiel nicht bald durchschaut, ist der Kreml bei den sinkenden Gas- und Erdölpreisen in einem Jahr pleite. Ja, die Merkel ist schlau. Ja, man muss ja auch alles versuchen auf friedlichen Weg. Frau Merkel will keinen Krieg, das finde ich gut. Und das verstehe ich auch. Wenn die sich die Truppenparade zu 70 Jahren Kriegsende in Moskau anschaut, 20 Kilometer Raketen, Atomwaffen, Panzer, 5 Millionen Soldaten, und dann denkt die an die Truppenparade der Bundeswehr. Eine alte Ju wird aber vom Traktor gezogen, 5 kaputte Hubschrauber und 300 Schaukelpferde aus den Bundeswehr-Kitas. Wir haben nicht mal mehr genug Rekruten. Immer mehr junge Menschen gehen lieber auf Hartz IV als zur Bundeswehr. Wenn die Russen kommen, können wir die gar nicht mehr bekämpfen. Aber wir könnten denen sofort 250.000 Essen auf Rädern anbieten. Und ist auch schlau, dann gehen die auch wieder, wenn sie satt sind. Deshalb kommen sie ja. Und allein schon deshalb finde ich es wichtig, dass Deutschland in dem Konflikt nicht bei den Hardlinern ist. Denn die sind ja das Problem, die Hardliner. Und dabei vor allem wieder die kleinen Männer. Der größte Befürworter für einen Krieg mit Russland ist der amerikanische Republikaner John McCain. Der ist 1,69 nur. Und Putin, der ist 1,68. Der ist so klein, wenn der in Moskau einkaufen kriegt, den kriegt er im Supermarkt an der Fleischtheke ein Scheibchen Wurst. Und diese kleinen Männer sind es immer, die das größte Unheil anrichten, weil die sich sagen sollen, doch ruhig Bomben vom Himmel fallen, wir sind so klein, uns treffen die eh nicht. Und dagegen müssen wir wieder protestieren, deshalb habe ich wieder die Jacke rausgeholt. Denn wenn der Kalte Krieg zurückkommt, dann droht uns der Horror wieder jahrelang Friedensbewegung mit Konstantin Wecker, Wolfgang Niedecken, Sarah Wagenknecht, Pfarrer Eppelmann, Hannes Wader, Margot Käßmann, der Sing-Out-Bewegung Rhein-Main-Donau-Kanal und der Bewegung Veganer für den Frieden Köln-Südstadt e.V. Und alles wird dann nochmal in der Soap-Opera Lindenstraße thematisch zusammengewurstelt. Das werden wir geistig nicht überstehen. Deshalb müssen wir dem Putin irgendein Angebot machen. Was kostet die Welt? Vielleicht sollte man den Berliner Flughafen nach ihm benennen.
Ja, warum denn nicht? Dann muss ich ihn aber auch zu Ende bauen. Ja. Ja. Sonst reißen wir das Zeug wieder ab. Ja. Man nennt gleich ganz Berlin um in Putingrad. Ja, die Russen waren doch schon mal da, die haben noch die alten Pläne. Seitdem hat sich noch nichts verändert. Ja, unter der Bedingung, dass er die gesamten Schulden dieser Pleitehauptstadt übernimmt. Was meinen Sie, wie schnell der ganz zahm wird? Ich würde sagen, mache ich keine Sorgen, ich rufe den Putin mal ab. Wir haben ein ganz gutes Verhältnis, muss ich sagen. In dem Sinne, give peace a chance. Thank you. Ja, danke, Richard Rogler. Hören Sie mal, wann haben Sie letzte Mal Grippe gehabt? Noch keine gehabt. Noch gar keine gehabt? Nee. Gehst auch noch nicht arbeiten, ne? Wie ist das hier? November. November. Ja gut, das geht noch. Das kann man ertragen. Also ich habe ja dieses Jahr Grippe völlig überschlagen, ne? Ich habe zu viel zu tun, ne? Ja, weil ich frage, weil ist das der neue Trend? Ja, Grippe to go. Kriegen Sie jetzt überall, kostenlos. In alle Geschmacksrichtungen. Grippe pur, Grippe con Husten, Grippe Macchiato. Und jetzt ganz neu Grippe laktosefrei. Ah. Ja, musst du früher lange nachsuchen, bis du da ja mal jemanden mit angesteckt hat. Ne? Heute stehen Sie gerade in der Straßenbahn, dann kommt schon so ein grippiger To-Go-Kerl, ruft, ich schmeiß eine Runde und dann hustet er los. Flächendeckend, volles Rohr. Ich glaube, das ist die Fortsetzung von diesen Handys in den Straßenbahnen. Bis vor kurzem hast du nur das abgekriegt, was die in den Hörer gebrüllt haben. Jetzt kriegst du auch noch die Krankheiten ab, weißt du? Die haben alle zu viel Wort am Sonntag geguckt, dass der Christenmensch eben alles miteinander teilen soll. Die Inge, die hat es voll erwischt. Die hat sich die Grippe aber nur geliehen. Die hat sich bei unserer Nachbarin angesteckt, aber Inge sagt, ich behalte dich jetzt nur für eine Woche. Und dann hust ich die ihrem Mann zurück ins Gesicht. Ne? Und keiner bleibt zu Hause mit Grippe. Hör mal, alle gehen so unter die Leute. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute führen ihre Krankheiten so aus, wie die früher ihren Pelz ausgeführt haben. Weißt du? Guck mal, ich bin krank, kannst gern was abhaben. Wo es für einen reicht, reicht es auch für zwei. Und die Grippe wird immer widerstandsfähiger. Ich kenne Leute, die haben schon so lange Grippe. Die kriegen die Karneval, dann pflegen die bis im Sommer rein. Und dann kommt eine leichte Sommergrippe, bis sie dann im Herbst wieder was Ernstes nehmen. Erwin Lottbeck, das ist so einer. Der hat immer Grippe. Der hat so ein Grippe-Abo. Ist wahrscheinlich billiger, weißt du? Ganz egal, wann du den siehst. Der schnieft immer rum. Nur neulich hat die Inge den auf der Straße getroffen. Da sah der auf einmal so, sagen wir mal, gesund aus, weißt du? Kein Röcheln. Der war kaum wiederzuerkennen. Kommt die Inge nach Hause und sagt, Jupp, stell dir vor, ich habe den Lottbeck getroffen. Der sah so gesund aus im Gesicht. Ich hoffe, das ist nichts Ernstes. Guten Abend. Frau Schorz und Herr Trost. Guten Abend, lieber Stratmanns Jupp. Wir sind heute sehr gut. Wie war das Wort? Trupp. Frau Schorz, es ist doch kein Wort. Ja, aber es reimt sich auf Jupp. Und das muss alles seine Ordnung haben, sonst sind wir kein richtiger Karnevalsverein. Ja, und was heißt es jetzt? Ja, Trupp eben. So wie Schniefidi-Schnupp. Ja, Schniefidi-Schnupp kenne ich, da können wir doch lieber das nehmen. Ja, und was heißt Schniefidi-Schnupp? Ich habe nur gesagt, dass ich das kenne, aber nicht, dass ich weiß, was Schniefidi-Schnupp heißt. Sag mal, ihr beiden Pappnasen, wisst ihr eigentlich, dass Karneval schon längst vorbei ist? Das wissen wir. Aber als Karnevalsverein können wir die ganze Zeit feiern. Und was genau ist das für ein Karnevalsverein? Das ist sowas wie die geschlossene Abteilung von der Klapse, nur mit schöneren Uniformen. Nein, nein, nein. Wir wollen uns unabhängig machen vom kommerziellen Karneval. Der liegt uns nämlich nicht so. Auf dem Lumpenball in Bochum haben wir den Preis für das hässlichste Kostüm bekommen. Oh, das ist aber eine große Ehre. Wir waren aber gar nicht verkleidet. Und deswegen sind wir jetzt unser eigener Karnevalsverein. Die Fidelen, vielleicht 2 bis ungefähr 3 e.V. Vielleicht 2 bis ungefähr 3. E.V. Was heißt das eigentlich?
Eventuell verrückt. Das nehmen Sie zurück. Gut. Nicht eventuell. Also die Fidelen, vielleicht 2 bis ungefähr 3 e.V. Kann er nicht ein bisschen konkreter werden? Naja, wir wussten ja nicht, wie viel wir letzten Endes werden. Und es soll schon noch persönlich bleiben. Ihr zwei seid ja schon mal drin. Da ist das Niveau ja schon festgelegt. Allerdings. Aber seien Sie nicht traurig. Sie finden bestimmt noch etwas auf Ihrem. Nein, was die Frau Schagalla sagen wollte, ihr seid ja schon 2 Mitglieder. Da ist der Verein ja schon fast voll. Ja, aber nur in der Probephase. Wenn die merken, dass wir nicht reinpassen, können wir auch wieder rausgewählt werden. Und von wem? Das wissen wir nicht. Die Abstimmung ist ja geheim. Also ich fasse mal zusammen, wenn mich das intellektuell jetzt nicht überfordert. Ach, Frau Schagalla, Sie tun so oft Dinge, die Sie intellektuell überfordern. Laufen, atmen. Ihr seid ein Karnevalsverein, der nur aus 2 Leuten besteht, aber ihr wisst nicht, ob ihr im Verein bleiben könnt, weil ihr euch selbst geheim rauswählen könnt. Frau Schorst, ich habe Ihnen gleich gesagt, wir lassen das mit dem Verein. Die machen doch mit uns, was sie wollen. Wisst ihr was, ihr beiden geht jetzt mal ganz tief in euch, macht eine Satzungsänderung, wählt euch dann selbst zum Vorstand und dann kann euch gar nichts mehr passieren. Und wir gucken uns so lange eine richtige Stimmungskanone an. Im Grunde ist er ein Doppelkollege, hat nämlich auch ein Kneipentheater, das Olbgetal-Theater in Dortmund. Und er ist sich auch für keinen Quatsch zu schade. Hier ist aus Dortmund Bruno Knust. Ja. Herzlichen Dank. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch geschafft habe. Ich habe heute eine Mutprobe gemacht, bin mit der Bahn gekommen. Ne? Weiß ja nie, ob sie streiken oder nicht. Ich bin zum Bahnhof, mal gucken, ob heute ein Zug fährt. Ne? Und war schon gleich irritiert. Großes Schild in der Halle. Kommen Sie, wann Sie wollen. Wir fahren, wann wir wollen. Und Schalter auch nicht gefunden. Mitten im Bahnhof stand ein Counter. Hinter dem Counter stand dann ein Ömmes. Ne? Eine männliche Person männlichen Geschlechts, so heißt das im Ruhrgebiet. Es gibt ein Ömmes und ein Segas. Im Grunde das Gleiche. Aber der Segas, der ist auch noch Cousin von Macker. Also etwas komplizierter. Ne? Steht da graue Hose, blaue Jacke, rote Mütze, Nachnamegesicht erster Klasse. Der sah aus wie einer von der Post. Personal ohne sinnvolle Tätigkeit. Post. Solche Leute muss erst eine kleben, damit die merken, dass es abgeht. Aber ich war ganz freundlich. Ne? Ich guck den an, ich sag, hör mal. Wir heißen ja alle Hör mal. Wir hören auch alle auf Hör mal. Gehst du durch die Stadt, rufst du laut Hör mal, drehen sich 10 Leute um. Mindestens 5 haben schlechtes Gewissen. Also ich sag, hör mal, ich brauche eine Fakatte. Da sagt er, das heißt nicht mehr Fakatte. Wir sind die Deutsche Bahn. Wir sind börsenambitioniert. Pofalla getuned. Wir machen Marketing. Ich sag, was für Ding? Marketing. Ich sag, was ist das denn? Rückwärts gesprochen heißt Marketing Knieterkram. Ne? Da hat der ein Gesicht gemacht wie einer, der kennt 99 Stellungen, aber keine Frau. Weißt du, der holt so. Holt tief Luft, kriegt Schnappatmung und auf einmal sagt er: Marketing ist, wenn du einen Huhn nimmst und den Huhn mit dem Hammer die Kralle platt haust und sagst, das wäre eine Ente. Das ist Marketing. Und wegen diesem Marketing heißt Fakatte nicht mehr Fakatte. Fakatte heißt jetzt Ticket. Ich sag, wo kriege ich ein Ticket? Am Fakattenschalter. Ja. Viele Leute schimpfen auf die Bahn und sagen, das ist ein Mafia-ähnliches Unternehmen. Aber da würde man der Mafia Unrecht tun. Ne? Die Mafia ist ein gut organisiertes Unternehmen und macht Gewinne. Ich bin noch ein bisschen weiter durch den Bahnhof. Ne? Der Reisende stört ja nach wie vor. Es gibt viele Geschäfte, viele Läden. Mein Lieblingsgeschäft war weg. Brot von gestern war der beste Laden. Der war im Bahnhof bei uns. Da habe ich ihn gefragt, haben Sie auch Brot von heute? Ja, müssen wir morgen wieder kommen. Ne? So was fehlt mir. Die klassische Einsatzantwort. Ne? Und ich gehe da auch weiter. Dann war am Fahrkartenschalter, stand vor mir einer von Schalke, also war ja gerade das Derby, ne? Der wollte wohl nach Hause fahren und dann steht er am Schalter und sagt, ich hätte gerne eine Fahrkarte auf Schalke. Da sagt der Beamte, das gibt nicht, gib nur nach Schalke. Geben Sie trotzdem, dann gehe ich das Stück zurück zu Fuß. Ne? Und ich, ja.
Wird jetzt freundlich sein. Wir sollen uns ja nicht mehr streiten. Wir machen eine Deeskalation. Ne? Wird der Schalke-Fan zur Qual, er wirke mit dem Freundschaftsschal. Ne? Also, sowas machen wir nicht mehr. Wir sind ganz freundlich, weil wir fusionieren ja vielleicht irgendwann. Dann spielen wir Blau-Gelb und Ikea wird Sponsor. Und dann nennen sie sich Boralke 09 oder BV Schalussia. Ne? Und eine Halbzeit spielen sie in Dortmund, eine in Gelsenkirchen. Verlieren sie die Platzwahl, spielen sie in Bochum. Dann sehen die auch mal wieder guten Fußball. Ne? Ich wollte Ihnen jetzt helfen. Ich sage, hey du. Und er sagt, nicht du. Für Sie bin ich immer noch Ihnen. Ja? Sag, hör mal. Das ist doch falsch. Ist egal. Kümmern Sie sich um Sie sich. Sag, was bist du denn für ein? Was ich für ein bin? Ich gehe auf Schalke schon seit immer. Und da wusste ich Bescheid. Die sprachliche Besonderheit im Ruhrgebiet, speziell in Gelsenkirchen, auf Schalke. Ne? Er sagt, ja, wieso? Ich gehe auf Arbeit, auf Urlaub, auf Party. Ich gehe auf Mutti, ich gehe auf alles. Ne? Aber bei Fußball heißt das doch nach Schalke. Nee, nach Schalke gehe ich in eine Kneipe. Ne? Aber auch das ist falsch. Denn richtig deutsch im Ruhrpott heißt das eigentlich nach Kneipe. Und er sagt, nee, nach Kneipe sitze ich im Taxi und fahre zu Hause. Also der hat auf alles was gehabt. Wir haben wirklich so sprachliche Besonderheiten. Das, ne, wann sagst du nach, wann sagst du zu? Also ich fahre zu Oma, ich fahre nach Oma, aber nicht nach Oma. Denn nach Oma fährst du ja wirklich nach Hause. Ne? Ich gehe im Rewe, ich gehe in eine Wulli, ne, ich nach dem Kaufhof, in Gelsenkirchen auf Aldi. Manchmal kommen Leute und suchen nach einem Weg. Auto rechts ran, Scheibe runter und gucken fragen. Dann sagst du, wohin? Nach Kick. Zu Kick. Was, schon nach 8? Ne? Also immer wieder so Irritationen. Das mit unserer Sprache ist ja, wir waren ja immer Ballungsgebiet im Ruhrgebiet. Wir wohnen ja immer eng auf der Pelle. Die Nachbarn haben alles mitgekriegt. Von der Unterhaltung bis zu Emissionswerte. Ne? So dünne Wände, schält die Oma in der Küche Zwiebeln, weint die Nachbarin. Ne? Als ich Kind war bei uns im Haus, hat eine Mutter ihr Kind so laut zusammengeschrien, ich habe vor Schreck mein Zimmer mit aufgeräumt. Ne? Wenn du guten Sex hattest, hat die ganze Siedlung eine Zigarette geraucht danach. Also sind jetzt. Gutes Beispiel ist noch der westfälische Heismus. Hä? Hä? Ist die Abwandlung von dem vom Pädagogen immer noch propagierten Wie bitte? Das konnte sich hier nicht durchsetzen. Hä? Das ist die direkte Aufforderung an sein Gegenüber, das soeben Gesprochene bitte noch einmal zu wiederholen. Es besteht nachträglicher Informationsbedarf. Ne? Ist universell einsetzbar. Ich sitze abends am Sofa, Energiesparmodus, Low Power Standby. Ne? Hab die Frau im Arm, mach ein bisschen Kille Kille hier, wenn ich Glück hab, sie Pille Pille da und dann. Auf einmal fragt sie was, ne? Liebst mich noch? Hä? Bist du gleich wieder im Rennen, ne? Woran denkst du gerade? Hä? Besser als wenn du sagst, die kennst du nicht. Weil sowas. Sowas zieht Worte nach sich, ne? Wörter ziehen Wörter nach sich. Da musst du plötzlich reden, ganze Sätze, zusammenhängende, mehrere verschiedene hintereinander. Endet meist mit Subjekt, Prädikat, Beleidigung, ne? So was willst du nicht haben. Dann lieber, hä? Dass wir so wenig sprechen im Ruhrgebiet, hat ja auch damit zu tun, ich habe mal gehört von einem Arzt, ich habe mal einen Arzt kennengelernt, Pathologe, Nussknacker. Ne? Der macht immer die Schale hoch, guckt, was auf der Platte los ist. Und der leitet ein großes Krankenhaus im Ruhrgebiet, MKG, Mund, Kiefer und Gesäß. Das ist eine Spezialklinik, entstanden durch Einsparungen, ne? Bereiche, die optisch zusammenpassen, kannst du auch klinisch zusammenfassen. Und bei vielen Menschen hier ist der Hintern sowieso nur eine Sicherheitskopie vom Kopf. Also geht er da. Und der hat mir mal dieser Pathologe hat mir gesagt, pass auf, Günther. Als Mann im Ruhrpott hast du am Tag 1000 Wörter zur Verfügung. Die sind nachmittags um 5 weg. Die Frau hat 11.000. Die quatscht auf Batterie weiter. Der ist so ein Ungleichgewicht. Ne? Und es ist tatsächlich so, der Kerl im Ruhrpott, habe ich selber festgestellt, der widerspricht nicht, der widerdenkt. Ne? Wenn die Frau fragt, woran denkst du gerade, dann denkt er, wenn ich wollte, dass du wüsstest, was ich denke, würde ich sie sagen. Ne? Wir reden sehr wenig und dieser Pathologe sagt, ich erkläre dir mal, woran liegt das? Genau, dein Vater oder dein Opa, hast du den gesehen als Kind? Ich so, nee, der war auf Schicht, in der Kneipe oder am Pennen. Außer Weihnachten, oh, sind die Kinder groß geworden und so viele, ja, dich kenne ich ja noch gar nicht, ja, wer bist du denn? Die restliche Zeit, wenn er nicht arbeitete, war er am Taubenschlag oder im Kanickelstall oder in der Kneipe an der Theke. Trinkst du noch einen? Zahlst du heute deine Rechnung? Jo, wie sonst? Jetzt sagt der Pathologe, bei Menschen ist das so, Organe, die nicht benutzt werden, entwickeln sich zurück. Und beim Kerl im Ruhrgebiet dampfte das Sprachzentrum runter auf Erbsengröße. Und deswegen ein wichtiger Tipp als Mann, du darfst nicht so lange auf der Seite schlafen, weil das aus dem Ohr rausrollen könnte. So, und ich habe meine 1000 Wörter jetzt auch rum. Ich muss machen, dass ich wieder wegkomme.
Und ich wünsche Ihnen, das Jahr ist ja noch frisch, trotz Euro-Krise bleiben Sie zahlungsfähig, bleiben Sie gesund. Und wenn Sie sich was vorgenommen haben, privat, beruflich, geschäftlich, in der Liebe, egal, nehmen Sie ein Beispiel an unseren Ruhrpott-Derby, an Borussia Dortmund und Schalke 04. Das sind zwei Vereine, die haben der ganzen Welt klar gemacht, dass jeder in der Lage ist, seine gesteckten Ziele zu erreichen, wenn er sie rechtzeitig zurückschraubt. Ne? Und so kommt man eigentlich locker durch den Leben. Ich bedanke mich, ich sage tschüss, bis die Tage und war fertig. Ja, das war Bruno Knus. Guten Abend. Ach, der Herr Borowiec. Ja. Guten Abend, ich hätte gerne einen kleinen Rotwein. Ja. Sehr gern. Darf sonst noch was sein? Ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Unangenehmer? Das ist ja spannend. Was ist denn unangenehm? Mundgeruch, nässende Stellen? Sprich es frei heraus. Hier ist der Mensch, hier darf es sein. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also können Sie vielleicht gleich mal ganz kurz so tun, als ob ich hier total beliebt wäre? Hm? Beliebt? Ja. Sie? Mhm. Total? Ja. Und wie soll das aussehen? Ja, dass Sie gleich so Hallo sagen, altes Haus oder Kumpel oder wie ist es so, du cooler Rocker, wildes Ding, sowas in der Art, ja? Na, hören Sie mal, ich bin Christ. So viel Rosenkränze kann ich gar nicht kaputt beten, bis ich das wieder reingeholt habe. Was meinst du denn überhaupt mit beliebt? Finanziell oder menschlich? Ja, ich würde gern den Eindruck erwecken, so als ob man mit mir Pferde stehlen kann. Oh. Kein Problem. Man nennt mich auch Fury. Wie meinst du? Ich könnte das mit dem Beliebtsein auch übernehmen, mit oder ohne Zunge. Nein, nein, es sollte schon ein Mann sein. Ich möchte den Eindruck erwecken, gesellig zu sein. Darf man denn mal fragen, worum es denn genau geht? Ich habe auf eine Kontaktanzeige geantwortet. Nach Rosenmontag. Ja, Biene Maya sucht den Piraten. Wusste gar nicht, dass du Karneval feierst. Ich feiere auch nicht Karneval, aber diese Kontaktanzeigen, die sind ganz praktisch. Ja, man lernt fremde Menschen kennen, ja. Und tatsächlich bin ich auch schon mal als Pirat im Karneval gewesen. Du als Pirat? Ja, als moderner Pirat, also als Finanzbeamter. Aber hoffentlich mit Augenklappe. Erst nicht, aber dann schon. Naja, ich wollte bei einer Dame eine Taschenpfändung machen. Bei mir ist auch immer was zu holen. Ja, aber Ihr Freund stand nebenan und am nächsten Tag habe ich dann eine Augenklappe getragen. Na gut, also, hallo, alter Kumpel, Mensch, alles für den Schritt, du bist ja wieder einer, meine Güte, Mann, oh Mann, Borowiec. Wunderbar. Ja? Genau so. Danke, dass Sie Ihr Herz erweicht haben. Und gleich nochmal, wenn die Dame kommt, ja, ich möchte einen lockeren, befreundeten Eindruck erwecken. Na gut, das war jetzt einmal Freundschaft heucheln, das macht 17,90 €. Soll ich das gleich auf den Deckel schreiben? Moment, das war ja jetzt nur eine Warenprobe, ja, dafür zahle ich nicht. Bitte, ich muss nicht beliebt sein? Ja, ich muss mich ja schließlich auch mal ein bisschen eingrooven, ja? Ne? Also soll ich jetzt weitermachen oder soll ich nicht weitermachen? Ja gut, schreiben Sie es auf. Gut. So, und bevor der arme Herr Borowiec hier jetzt noch weiter für nette Wörter zahlen muss, hier gibt es diese gleich kostenlos für uns alle von einem der besten Kabarettisten, die unsere politische Landschaft derzeit zu bieten hat. Hier ist aus Berlin Florian Schröder. Vielen Dank. Danke, meine Damen und Herren, für diesen warmen Applaus. Griechenland hat eine neue Regierung. Die meisten werden es mitgekriegt haben. Und die treibt ja den Wahnsinn in Europa im Grunde genommen so richtig auf die Spitze. Als erste Regierung will diese Regierung in Griechenland ihre Wahlversprechen halten. Das hat die Kanzlerin völlig schockiert, die daraufhin meinte, da wird doch das Gyros in der Pfanne verrückt. Wahlversprechen halten. Wenn das in Europa Schule macht, trete ich nie wieder an. Und dann die Äußerlichkeiten. Toll, keine Krawatte tragen diese Minister. Mit offenem Hemd laufen sie durch die Gegend. Unfassbar, selbst der Finanzminister Varoufakis sieht gut aus. Und der Chef erst, Alexis Tsipras, haben Sie den mal gesehen? Alexis Tsipras, man nennt ihn auch Sexy Alexis. Das schärfste Chili am Strauch Europas. Volles Haar auf dem Kopf und voller Flausen im Kopf. In Griechenland wirst du so Regierungschef, in Deutschland höchstens FDP-Chef.
der dauert, kommt aber morgen früh genial. Jetzt ist endlich auch der große Kompromiss da zwischen der Eurogruppe und Griechenland. 4 Monate mehr Zeit haben die Griechen jetzt. Und der härteste Knochen bei den Verhandlungen war natürlich mal wieder the one and only Wolfgang Schäuble. Zeit, ihn zu befragen. Herr Schäuble, Sie als Sparkommissar. Also mal ganz langsam, Sparkommissar, was sollte das heißen? Für Sie immer noch Gröfatz. Gröfatz? Größter Finanzminister aller Zeiten. Herr Finanzminister, was haben die endlosen Verhandlungen gebracht, dass wir gewonnen haben? Nein, die verhasste Troika, gucken Sie, von der griechischen Regierung schon aus dem Land geworfen, ist wieder da, alles ist wieder wie vorher, aber sie hat jetzt einen neuen Namen. Sie heißt die Institutionen. So ist es. Griechenland ist ja auch für uns nicht pleite, sondern lediglich finanziell herausgefordert. Aha, Sie halten es also politisch korrekt. Und was ist mit Herrn Varoufakis? Der ist anders begabt. Aber das ist ein angesehener Wirtschaftswissenschaftler. Ah ja, ein Minister, der Ahnung hat von seinem Ressort. Wo gibt's denn sowas? Entschuldigen Sie, das sogenannte Memorandum of Understanding heißt ja jetzt Vereinbarung. Ist das nicht einfach nur Sprachkosmetik, was Sie da in Brüssel gemacht haben? Ach, wenn Sie wüssten, was mir alles an Floskeln vorgeschlagen haben, die uns kein Geld kosten und die Griechen rammdösig machen. Der Oettinger hat als Verhandlungsmotto empfohlen, wer nicht Hearing will, must Feeling. Das war uns aber dann sprachlich zu sophisticated. Griechenland wollte ja eine Brückenfinanzierung. Entschuldigen Sie mal, aber eine Brückenfinanzierung ist doch nur möglich, wo Land in Sicht ist. Damit der Herr Varoufakis Brücken bauen kann, muss er erst einmal ans Ufer kommen. Und dafür braucht er wieder aufblasbare Schwimmflügele. Und wer bezahlt ihm die? Ich nicht. Das Hauen und Stechen um einen Kompromiss mit Griechenland wurde ja häufig mit dem Feiglingsspiel verglichen. Das ist richtig. Und wer war der kleine Feigling? Der Herr Varoufakis. Nein, beim Feiglingsspiel rasen 2 Autos ungebremst aufeinander zu. Wer ausweicht, verliert. Aber wenn keiner ausweicht, verlieren beide. Wenn du aber ein 12-Tonner bist und dein griechischer Gegner nur ein Smart Cabrio, dann brauchst du auch nimmer bremsen. Könnten Sie sich vorstellen, Herr Schäuble, wenigstens einen freundlichen Satz über die Griechen zu sagen? Selbstverständlich, gern. Griechenland, das ist der BVB des Euro. Herr Schäuble, Sie sollten was Freundliches sagen. Wie sehen Ihre Wünsche für die Zukunft aus? Ich wünsche mir, dass das Drama mit Griechenland verfilmt wird und zur besten Sendezeit im ZDF läuft. Ferdinand von Schirach schreibt das Buch, Titel Schulden. Moritz Bleibtreu spielt Yannis Varoufakis. Moment, wenn Bleibtreu Yannis Varoufakis spielt, wer spielt dann Sie? Hat der Bruno Ganz. Der hat Erfahrung in der Darstellung von deutschen Führungspersönlichkeiten. In unruhigen Zeiten. Viele Griechen, Herr Schäuble, werfen Ihnen ja vor, dass Sie immer das letzte Wort haben wollen. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Dann können wir das Gespräch ja jetzt beenden. Wann ein Gespräch beendet wird, entscheidet immer noch ich. Dann schlage ich vor, jetzt ist Schluss. Nein, jetzt nicht. Wann dann? Jetzt. Also Ende. Nein, aus. Vorbei. Entschuldigung. Was ist denn das hier? Wieso wird denn hier applaudiert? Ich habe doch noch gar nicht das letzte Wort gehabt. Aber jetzt ist Schluss. Die Menschen wollen, dass jetzt Schluss ist. Also ich sag jetzt Schluss. Also aus. Vorbei. Ende. Aus. Ich brauche jetzt erstmal einen Uso. Sie brauchen einen Uso, dann brauche ich einen Varoufakis. Einen Varoufakis? Ah ja, einen kleinen Feigling halt. Danke, Florian Oehler. Guten Abend, Captain Hook, mein Name, Freibeuter der Meere. Was bist du denn für ein Witz? Wieso? Witz, mir ist was total Irres passiert. Eine Frau sucht mich. Ja, da habe ich ein Herz gebrochen und jetzt muss ich es wieder reparieren. Du kriegst ja noch nicht mal einen Fahrradschlauch repariert. Da würde ich mich nicht am Herzen versuchen. Ja, du, die ist total verrückt nach mir. Wie sieht die denn aus? Keine Ahnung. Ich bin am Rosenmontag losgezogen, gell, als Pirat. Allein? Mit meinen besten Freunden. Also allein. Naja, also auf jeden Fall bin ich dann einen trinken gegangen, dann bin ich noch einen trinken gegangen, dann einen Jägermeister, kleiner Feigling, dann weiß ich nichts mehr von dem Abend. Das ist auch besser so. Vielleicht hast du in deiner Fantasie ja einen abgekriegt. Nein, aber ich habe rückwärts recherchiert. Ich habe alle Kontaktanzeigen durchgearbeitet, in denen nach einem Piraten gesucht wird. Wie viele waren das denn? Viele. Eine hat nur geantwortet.
Und das auch unter schwierigen Bedingungen. Ne? Gerade da habe ich vergessen, mein Bildle mit reinzustecken. Manchmal ist das Unterbewusstsein cleverer, als man denkt. Du Jupp, ich bräuchte mal ganz dringend zwei Pilz. Oh, ich dachte, Karneval wäre vorbei. Ja, aber für zwei geht es heute weiter. Für den Piraten und seine Biene Maya. Als was bist du eigentlich im Karneval gegangen, Tamara? Alles außer Biene Maya. Bist du sicher? Ich meine doch, ich hätte dich im schwarz-gelben Outfit gesehen. Nein, 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 das war nicht die Biene Maya, das war mein BVB-Outfit. Ah. Naja, auf jeden Fall wird bald diese Dame auftauchen und werde ich ihr meine Welt zu Füßen legen. Wer sagt denn, dass es eine Dame war? Der Herr Borowiek ist auch als Biene Maya gegangen. Er hat sogar eine Annonce aufgegeben, um einen Piraten wiederzutreffen. Aber, also die Biene Maya, die sich bei mir gemeldet hat, die hat gesagt, dass er eine Frau ist. Ja, wir haben alle unsere hellen und unsere dunklen Seiten. Ist er hier? Er ist gerade mal für kleine Jungs. Ich muss weg, ganz, ganz schnell weg, muss ich jetzt hier. Ah, der Herr Borowiek, ja, nichts. Lange nicht gesehen. Nein, also das ist... Mein Zwillingsbruder, das bin ich nicht. Ja. Wenn das nicht der Egon ist, dann bin ich die Biene Maya. Ich hab's dir gesagt. Das ist aber ein sehr schönes Kostüm, Pirat. Ja, ja gell. Ja, Karneval ist vorbei, aber die Sehnsucht bleibt. Ne? Hallo. Hab ich nicht erlaubt. Oh, das Hemd, ist das aus Seide? Hm? Ja, Piraten sind ja oft so echte Draufgänger, nicht? Ja, ja. Ein Pirat, der haut rein, der nimmt sich, was er will, nicht wahr? Aber ist auch romantisch, nicht? Und hat Prinzipien, gell? Also mit Insekten lässt er sich nicht ein. Ja, aber ein Pirat, der nimmt sich doch, was er will. Ja, also, gut. Hören Sie, das ist nicht so, wie Sie jetzt vielleicht denken. Ich war strunzbsoffen. Bitte? Borowiek, du alter Hasardeur, Mensch, du, he? Du bist ja ein schlimmer Finger, du. He? Von dir hört man ja Sachen. Hör mal, gut, dass du Freunde hast, die dich halten können. Ja. Wie zum Beispiel mich, du Freund, du Mann, ja. So, das war dann wieder einmal Sympathie. Heucheln, das kommt jetzt auch mit auf den Deckel. Wie man? Ja. Borowiek und ich, wir sind ja so, da passt ja kein Blatt Papier mehr dazwischen, ne? Wir zwei, wir sind. Ja. Aber das ist eine Freundschaft, das ist mehr als eine Freundschaft. Ja, da will ich das junge Glück mal hier nicht stören. Ja, ich muss noch, hab noch Geld, tschüss, ja. Ach, ja, na mal. So, wo wir schon gerade bei Missverständnissen sind, es gibt ja so viele Missverständnisse. Zum Beispiel das Missverständnis, dass das Jugendamt Facelifting anbietet. Oder dass das Ordnungsamt deine Wohnung aufräumt. Oder sogar, dass der Beamte zum Arbeiten da ist. Nein. Beamte sind eigentlich nur da, um Kabarettisten noch ein Thema mehr zum Lustigmachen anzubieten. Und wenn die schon sonst nichts machen, dann lassen wir doch mal einen hier zu Worte kommen. Hier ist Hans-Hermann Thielke. Ja, guten Abend. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Hans-Hermann Thielke und ich mache hier heute Abend auch mit. Ja, ich hatte ein bisschen schwierige Anreise, muss ich sagen, ich bin mit der Bahn gekommen. Das zieht sich ja immer etwas, ich bin einfach, eigentlich wäre ich lieber im Auto gefahren, das sage ich ganz ehrlich. Also ich persönlich bin leidenschaftlicher Autofahrer. Ich habe sogar ein eigenes Auto, also ich befinde mich im Besitz eines Ford Fiesta. Aber da kann ich leider mit nicht fahren. Ich habe jetzt im Moment vor kurzem meinen Führerschein für 4 Wochen in Flensburg, also zwischengelagert. Und deswegen kann ich da, ja, ich bin geblitzt worden. Da war ich unterwegs mit meinem Ford Fiesta. Der hatte in den Kasseler Bergen kurzfristig die Kontrolle über mich verloren. Und jetzt steht er da vor meinem Haus. Aber es hat ja auch sein Gutes an und für sich. Ne? Man bläst nicht so viel Abgase in die Luft und man tut was für die Umwelt. Das kann man ja auch positiv sehen an und für sich. Ein Nachbar zum Beispiel von mir, der von schräg gegenüber, der,
der hat sich jetzt ja einen neuen Wagen gekauft. Der jetzt geschieden ist. Nagelneu. Original Neuwagen ist das. So ein japanischer. Japanischer Neuwagen. Ganz frisch vom Neuwagenhändler. Einfach so. Als ich letzten Dienstag bei mir aus dem Küchenfenster rausgucke, da steht er schon bei ihm in der Einfahrt. So ein silberner ist das. So ein silberner, japanischer, neuer, Mittelklasse-Silberneuwagen. Mitsubishi. Aber ohne Vorankündigung. Hat keiner was von mitgekriegt bei uns in der Siedlung vorher. Hat er nichts von erzählt. Überhaupt nichts. Gar nichts muss er ja auch nicht. Das ist ja seine eigene Sache. Das geht ja gar kein anderer was an. Da ist er ja keinem Rechenschaft drüber schuldig. Er kann sich ja kaufen, was er will. Er ist ja volljährig. Und wir freuen uns ja auch alle für ihn. Wir Nachbarn. In der Nachbarschaft freuen wir uns alle. Wir sind ja gute Nachbarn. Und gute Nachbarn freuen sich ja, wenn es dem Schräg gegenüber wirtschaftlich gut geht. Denn der sich so einen neuen japanischen leisten kann. Gerade jetzt nach der Scheidung, das freut einen ja als Nachbar, wenn er trotz der Scheidung, wenn er das trotzdem, da freut man sich einfach mit. Was habe ich mich gefreut, als ich das gesehen habe. Mensch, guck mal an, habe ich mir gesagt, gerade frisch geschieden, schon ein neues Auto, das Jahr geht ja gut los bei ihm. Wahrscheinlich hat er demnächst auch noch wieder eine neue passende Freundin dazu. Das freut einen dann schon. Nur man hätte sowas eben einfach gern vorher gewusst. Als Nachbar? Gute Nachbarn, der erzählen sich doch, wenn sie was Neues kaufen. Die erzählen das. Sie müssen das nicht erzählen, aber sie tun's. Sowas erzählt man sich einfach in der Nachbarschaft. Das würden Sie doch auch machen, oder? Wenn Sie sich was Neues kaufen würden, hab ich ja auch gemacht. Warum soll man das auch verheimlichen? Das muss man auch nicht verheimlichen. Wird man das doch nur, wenn da irgendwas nicht ganz koscher mit wäre. Wenn da irgendwas faul wäre. Wenn da irgendwas ganz gewaltig stinken würde bei der Sache. Wenn das zum Beispiel vielleicht gar kein originaler Neuwagen wäre. Das kann ja auch sein. Ist vielleicht doch gar kein echter Neuwagen. So viel Geld hatte der normalerweise gar nicht. Hatte der noch nie. Und jetzt nach der Scheidung ist vielleicht doch nur so ein Gebrauchtwagen. So ein einfacher, gebrauchter, japanischer Mittelgebrauchtwagen nur. In Silber. Wo nur der Tachostand versehentlich auch nur zurückgedreht worden ist. Auf der Fahrt von irgendwelchen Autoschieberbanden. Auf der Fahrt von Japan hier haben wir alle Zeit der Welt dazu. Wagen nochmal gründlich gewaschen, umgespritzt, frisch lackiert. Und ruckzuck ist dann ein nagelneuer Gebrauchtneuwagen raus geworden. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, wie sowas gemacht wird. Auf meinem Fachbildschirm habe ich das gesehen. Das sind Betrügereien von der ganz dicken Sorte. So richtig kriminelle Machenschaften ohne Skrupel auf Verluste. Und mit solchen Leuten wohne ich Tür an Tür. Und ich freue mich ja noch für den. Die ganze Nachbarschaft hat er getäuscht. Uns alle. Wir haben uns alle ganz umsonst gefreut. Macht hier den dicken Max. Hier sehen Sie mal alle her, mein neuer japanischer Mittel-Mitsubishi. Geld spielt keine Rolle bei mir. Ich hatte mich wirklich von ganzem Herzen für ihn gefreut. Aber wenn man so hinterrücks hintergangen wird, dann ist bei mir der Ofen aus. Ich werde gleich morgen, da werde ich mal zu ihm rüberschlendern. Ich werde sagen, ich weiß Bescheid. Ich weiß alles. Mich können Sie nicht mehr länger hinterm Licht rumführen. Ich glaube Ihnen gar nichts mehr. Von wegen geschieden. Wahrscheinlich waren Sie überhaupt noch nie verheiratet. Vom Autoknacker bis zum Heiratsschwindler ist noch ein kurzer Sprung. Und parken Sie Ihre japanische Rostlaube nie wieder an meiner Einfahrt. Dankeschön. Das war Hans-Hermann Kielke. Ja. Herr Jupp, wir haben jetzt die Vereinsregeln geändert. Wir heißen jetzt ganz anders. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Wir sind jetzt die Fidelen, vielleicht 2 bis ungefähr 3, könnten aber eventuell auch 4 werden, wenn es menschlich passt, Verein e.V. Also ein bisschen lang für einen Karnevalsverein, ne? Wir sind jetzt aber auch kein Karnevalsverein mehr. Wir sind jetzt nur noch ein Verein. Und für was, wenn man fragen darf?
einfach nur Verein. Ich wollte uns da nicht so genau festlegen. Also ich bin zum Beispiel für den Karneval drin. Und ich wegen der Pflanzenpflege. Aha. Nehmen Sie auch Zierfischzüchter? Natürlich. Na, dann kommt das für mich nicht in Frage. Ich hasse Zierfisch. Herr Borowiak, was macht denn eigentlich deine Biene Maya? Ach, keine Ahnung, die scheint sich verspätet zu haben. Hat denn jemand nach mir gefragt, als ich weg war? Nein, aber ich kann auch sehr gut summen. Mein lieber Borowiak, ja, du bist eine Jode. Ja, ja, Sie können aufhören, das hat sie erledigt. Ach, Sie lieber Freund. Sie können aufhören. Schade, jetzt war ich so schöne Stimmung, jetzt habe ich mich gerade so eingegroovt, ne, aber... Kein Problem. Der geht aufs Haus. Wir sind übrigens ein Stimmungsverein. Also, wenn der Etienne da Interesse hätte. Was für Stimmungen sind denn in eurem Verein so vertreten? Tja, meine. Und meine. und meine. Juhu. Und übrigens haben wir noch keinen Wirt. Oh, bei Wirt, da fiel mir was ein. Hör mal. Wenn ihr bis jetzt noch keinen habt, dann wird das wohl auch nichts mehr. Wobei es ja löblich ist, dass so, ich sag mal jetzt so junge Menschen wie Herr Trost und Frau Schochz, ne, überhaupt noch einen Verein gründen. Vereine sind in Deutschland hoffnungslos überaltert. Hier unser Gesangsverein in Essen-Borbeck, ne, da ist das Durchschnittsalter dermaßen hoch, die sind dermaßen klapprig. Da kann sich zwischen Generalprobe und Konzert personalmäßig noch sehr viel ändern. Ne. Hör mal, die sterben sich über die Jahre von einem großen Männerchor langsam auf ein Gesangsduo herunter. Ne? Und da hat jetzt der Chef, der Heinz Flottbeck, gesagt, Jupp, wir müssen unseren Chor für junge Leute attraktiver machen. Wir müssen auch den Nachwuchs erreichen, also die Menschen unter 75. Ne? Ich sag, Heinz, da singt ihr als Bergmannschor ein Leben lang darüber, wie schön es ist, in eine Grube einzufahren. Und dann wundert ihr euch, dass das auch passiert? Gut, es ist ja nicht nur so, dass dieser Chor langsam ausstirbt. Auch das Publikum wird doch weniger. Also ich habe noch mal den Flottmann angerufen und gesagt, vielleicht reduziert es sich irgendwann gegenseitig so, dass vielleicht nur noch zwei Mann vom Chor übrig sind und vielleicht auch noch zwei, die das hören wollen. Dann wird er zusammen vier, prima Doppelkopfrunde. Ne? Gründet einen Doppelkopfverein. Das ist auch was für jüngere Leute. Seitdem habe ich auch nichts mehr von ihnen gehört. Ne? Und bei uns, da ist jetzt noch mal einer von einer Kunst, die wird nie aussterben. Kabarett gibt es schon immer, wird es auch immer geben, aber nicht immer so gut und so klug wie von meinem nächsten Gast, den großartigen Richard Rogler. So, meine Damen und Herren. Jetzt ist hier mal Schluss mit lustig, Schluss mit Bier trinken. Wir Deutschen müssen mal was arbeiten. Wir müssen Solidarität praktizieren. Ah, Richard, jetzt komme ich da nicht mit solche Fremdwörter. Die verstehen meine Stammgäste nicht. Solidarität praktizieren? Nee, arbeiten. Wir sind hier zum Entspannen. Ja, entspannen. Das macht der Deutsche am liebsten. So, ich habe hier mal ein paar Gesetzesvorlagen mitgebracht. Sowas landet bei der Frau Merkel jede Woche auf dem Tisch. Und die werden jetzt hier mal von uns Bürgern durchgearbeitet, damit die arme Frau Merkel nicht alles alleine machen muss. Was die Frau alles an der Backe hat, allein letzten Monat Reise nach Moskau, dann nach Washington rüber, Zwischenaufenthalt in Brüssel, zweimal Paris, ja, dann nach Minsk. 17 Stunden Ukraine-Verhandlungen die ganze Nacht durch in diesem Korruptionskaff Minsk. Wer fährt denn da freiwillig hin? Dann wieder nach Brüssel. Die Frau war 72 Stunden wach. Die hatte am Ende so große schwarze Ringe unter den Augen. Als ich die in den Nachrichten gesehen habe, habe ich als erstes gedacht, was macht der Panda-Bär in der Pressekonferenz? Die kann oft nicht mal die Klamotten wechseln oder duschen. Nur einmal Raumspray da im Flugzeug über alles. Zwei Streichhölzer in die Augen geklemmt, frischen Beton in die Frisur und dann mal hoch die weiter. Für uns? Ja, meinen Sie, die macht das nicht fertig? Die weiß doch manchmal gar nicht mehr, wo sie ist. Manchmal sitzt die im Auto und ruft plötzlich, die Ruine da, ist das die Akropolis? Und der Altmaier, der Kanzleramtsminister daneben, sagt, nee, Frau Bundeskanzlerin, wir sind in Berlin, das ist der Flughafen. Ich frage mich oft, warum die nie krank wird, ne?
Bei der Belastung, alle sind sie krank, die Frau Merkel ist gesund. Aber wahrscheinlich sagen sich die Bazillen schon beim Anflug, Leute, vorsichtig, das ist die Frau Merkel. Der Letzte, der die angegriffen hat, war der Umweltminister Röttgen. Der ist seitdem ein Fall für die Klapsmühle. Lasst uns lieber ein anderes Opfer suchen. Wobei ich mich frage, warum muss die arme Frau eigentlich alles alleine machen? Warum muss ausgerechnet Deutschland mit Griechenland streiten? Warum müssen gerade wir in der Ukraine-Krise vermitteln? Das kann doch auch mal eine andere Nation übernehmen. Merkel hat die auch angerufen, die Holländer. Ja? Die haben gesagt, nee, Verhandlungen in Minsk. Frau Angela, das ist uns zu weit mit dem Wohnwagen, bis wir da wieder nach Hause kommen. Ja? Und die Italiener. Italiener, die haben gesagt, sie würden gerne nach Minsk fahren, fürchten aber, dass sie bei ihren Sexpartys mit ukrainischen Prostituierten im Hotel abgehört werden. Jean-Claude Juncker ist da nach Griechenland gefahren und hat gesagt, Griechenland soll dafür sorgen, dass die Reichen Steuern zahlen. Der Juncker aus Luxemburg bringt das Ding, wa? Der bestbezahlte Steuerhinterzieher aller Zeiten, der will die Reichen zur Kasse bitten. Das ist, als würde ein Puffbesitzer eine Eheberatung aufmachen. Und deshalb reden die Griechen, mit dem reden die nicht mehr, verstehe ich auch. Und wer muss wieder die Krise lösen? Mutti Merkel, die da noch kritisiert wird zu Hause von den Grünen. Die haben mir vorgeworfen, würde ich nur reine Kapitalismuskritik machen. Ja, ja, warum machen die Grünen nicht mal was für die armen Griechen? Ohne ja, den Griechen gäbe es die Partei, die Grüne Bündnis 90 überhaupt nicht. Wo hätten die sich denn damals treffen sollen zur Gründung des ersten Ortsvereins? Nur beim Griechen. Kein deutscher Gastwirt hätte damals langhaarige, stillende, strickende Männer in seine Wirtschaft reingelassen. Da hat es geheißen, raus. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir müssen der Mutti mal was Gutes tun. Ich würde mal sagen, wir schicken die in den verdienten Mutterschaftsurlaub mal. 3 Wochen ausspannen hier am Baldeneysee. Und jeden haben die Freibier in Jupps Kneipe. Ja, sind Sie dafür? Soll ich die mal anrufen? Also, danke für den Applaus. Tschüss. Ja, danke, Richard Rogler. Liebe Freunde, das war auch schon wieder aus unser kleines Kneipentheater im Pott mit so wunderbaren Gästen wie Richard Rogler, Bruno Knust, Florian Schröder, Hans Hermann Thielke, selbstverständlich dabei Frau Schagalla, Egon Heberle und Tamara Schmitz und außerdem Herr Prost, Frau Schock und der lieben Kellner Andreas Etienne. Und nicht zu vergessen unseren lieben Gast Herrn Borowiec. Ja, und liebe Freunde, wenn Sie sich jetzt einsam fühlen, blättern Sie mal in den Kontaktanzeigen. Vielleicht in der Karnevalsnachlese. Und dann können Sie sich bei quasi allen melden. Nur aufpassen, nicht bei Biene Maja und die Piraten. Viel Glück in diesem Sinne. Gute Nacht und macht euch einen.